Alex ist endlich in der Akademie angekommen. Er ist seinem Traum, der größte Fußballer der Welt, einen großen Schritt näher zu kommen. Doch er muss sich jetzt nun entscheiden, für welche Position er spielt. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen rumgerätselt und ich sage, im Real Life würde ich gerne den linken Flügel spielen, weil ich finde, sozusagen, wenn ich persönlich spiele, dann spiele ich gerne am linken Flügel. Das Problem ist, in FIFA kann ich aber überhaupt nicht dribbeln. Und im Grunde braucht man überall Dribbling, aber ich muss sagen, im Schießen und im Tempo bin ich wesentlich besser als im Passen und im Vorlegen. Deswegen, und ich muss auch sagen, dass es mir mehr liegt, wirklich vorne dabei zu sein und die Tore zu erzielen. Deswegen entscheide ich mich für Stürmer. Er sagt jetzt wie sein Großvater. Hätte ich jetzt ZOM gewählt, hätte er das auch gesagt? Schreibt es mir in den Comments. Eleven versus 11 und Ladescreen. Right, first up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11v11 for the top players. Alright, lads, go do yourselves proud. Also unsere Aufgabe, wir sollen in die Top 10 kommen. Also machen wir jetzt ein 11 gegen 11. Sprich, Louis schießt Tore. Wie wird das eigentlich bewertet, dass wir unter die Top 10 kommen? Was passiert, wenn wir versagen? Ist denn die Karriere vorbei? Sind wir Game Over? Haben wir einen Neuversuch? Man weiß es nicht. Team 1 gegen Team 2. Best Name of all time. Achso, ich spiele jetzt hier mit dem, also ich spiele jetzt mit dem kompletten Team, Leute. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Also spielen wir jetzt gerade mit dem kompletten Team. Ich dachte, wir spielen jetzt mit Alexander. Aber nö. Ah, die kommen jetzt da gut rein. Natürlich muss ich vorne Alex suchen. Ich spiele so eine Art Doppelspitze. Ich dachte, wir spielen jetzt mit Alex, aber nö. Erstmal mit dem kompletten Team. Zeit ist auch sehr langsam. Also Zeit für Tore ist da. Wir spielen ja hier auf Weltklasse, deswegen wird es auch nicht so einfach. Da ist Gareth Walker. Natürlich müssen wir ein bisschen mehr auf Alex legen, die Bälle. Damit er mehr gefährliche Aktionen hat. Da ist Alex. Den Ball schön raus. Auf Mudoch. Wieder Alex. Und der versucht's. Ah. Schlechter Versuch. Hey. Was heißt denn schlechter Versuch? War doch gar nicht mal so schlecht. Ja, schöner Kopfball. Schön durchgelegt. Oh, klasse zu spielen für Alice. Kommt da mal nicht durch. Ach komm, sei vorsichtig. Deine Oma ist vorsichtig. Das war einfach nur ein gutes Tackling und gut abgedrängt. Ja, jetzt haben die ein bisschen Platz. Torwart muss aber nicht eingreifen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich dann natürlich die längere Spielzeit und vielleicht nicht auf Weltklasse direkt genommen. Aber ich dachte halt, wir spielen jetzt nur mit Alex. Ah, schön. Walker. Ja, schon abgelegt. Alex könnte da jetzt in den Raum starten. Macht er auch, aber verliert den Ball. Mensch, Alex. Darfst du so schlampig nicht verlieren. Konkurrenz ist aber auch nicht gerade besser. Gut abgeblockt, ja. Na Mann, ey! Warum läuft er einfach nicht durch, der Mitspieler? Dieser Lack ab. Warum läuft der Mitspieler einfach nicht durch?
Dann hätte ich einen guten Pass gemacht. Ja, Gareth Walker. Das ist doch keine Weltklasse-KI. Alter. Ah, Freistoß. Ich hätte den gerne so ein bisschen direkt gemacht, aber wir müssen ihn reinflanken anscheinend. Und Tor! Und es ist, glaube ich, wer ist es? Ich weiß es nicht. Okay, es ist irgendjemand. Dildo, keine Ahnung. Don't know. Jedenfalls hat er das Tor geschossen und wir führen 1-0. Guter Freistoß. Aber Alex braucht natürlich Chancen. Oh, das ist ein bisschen zu viel Raum. Und da ist der Ausgleich. Aber was für eine schwache Verteidigungsarbeit der Abwehr. Und die Torhüter sind ja auch nicht gerade die besten. Williams mit dem Ausgleichstreffer. Alles wieder offen. Der direkte Gegenzug der Gegner. Vom zweiten Team. Ah, jetzt könnte sich genau Alexa lösen. Macht er auch. Und das ist stark, aber der Schuss ist schlecht. Guter Versuch am Arsch. Eieieiei, war viel mehr drin. Kann ich eigentlich die Mannschaft noch so ein bisschen bearbeiten? Also, nee, kann ich nicht. Eieieiei. War mehr drin. Aber klar, es bleibt eng. Walker. Hunter. Elis. Ah, sieht da nicht den freien Mitspieler. Klar war der Winkel vorhin auch für Alex sehr schwer. Hier ist der Torschütze, der ein gutes Spiel abläuft auf der einen Seite. Möglicher Kandidat für die... für den ersten Platz. Alex könnte jetzt da durchstarten. Macht aber nicht. Leider war es zu spielschwach von Walker. Also so, er kann uns ja egal sein. Oh, Walker. Stark nachgesetzt davon Hunter. Legt ab. Und der Mitspieler mit der Chance. Was? Ich dachte, das wäre Ecke. Ich hatte den Hauch einer Ecke gesehen. Der Unparteiische aber nicht. Wahrscheinlich auf der gleichen Qualität wie die Spieler, vielleicht. 6,7 haben wir schon mit Alex abgeliefert. Viele Bälle. Aber wenig Abschlusschancen. Klar ist Platz da. Luis. Schwach. Also die linke Seite, da unten, die rechte Seite gefällt mir nicht allzu gut. Stark getackelt. Unten Hunter. Aber, ja, ist ein bisschen zu viel Platz immer wieder. Ah, da wollte ich einen angetäuschten Schuss machen. Was war jetzt? Abseits oder was? Der Schiedsrichter pfeift und keiner weiß warum. Alles klar. Bester Schiedsrichter der Welt. So, Halbzeit. Warum werden jetzt hier die EA-Server geladen? I have don't know. Aber wir spielen nur eine Halbzeit. Achso, in Ordnung. Ich lege gerade erst los. Mehr geht nicht. Du hast recht. Ja, du bist Mann. Ich muss meine Hände in das Game. Das ist der Spirit, Bruder. Oder darf ich doch noch eine zweite Halbzeit? Nö, keine zweite Halbzeit. Cool. Tatsächlich, der komische Stürmer da ist tatsächlich der Beste gewesen. Aber wir sind Vierter. Gareth Walker ist Zehnter geworden. Hoppla. Nur noch 45 Minuten Halbzeit hat man gespielt. Aber der Schotte, der war wirklich der Beste, hat viele Zweikämpfe gewonnen. War ganz wichtig. Und Hunter hat sich jetzt auf 4 gearbeitet. Walker gerade noch so drin. Oh, Weitschuss trainieren wir jetzt. Man nennt es auch Skills. Schieße auf die offenen Torbereiche. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto höher fliegt der Ball.
Mehr Punkte gibt es, wenn du den Ball knapp neben den Torpfosten platzierst. Oder das Ziel triffst. So, wir haben Beschleunigung. Oh, Volley ist echt schlecht. Wir sind zwar schnell. Haut er jetzt die Bälle in den 16er? Ja. Bam. No problem. Jawohl. Oh, wie viele Punkte wir machen, Alter. Wir haben 27 Sekunden noch Zeit. Und wir haben hier fast hier schon Gold. Oh, perfekter Schuss. Und nächster. Wir haben schon exzellent. Das ist doch gar kein Problem hier für uns. Und der noch gegen den Querbalken. Meine Güte, werden wir hier einen Weltrekord aufstellen. Ja, die anderen Leute dieser Welt müssen erstmal zeigen, wie stark sie im Volley-Schuss sind. Im Gegensatz zu uns. Aber jetzt mittlerweile treffen wir das so leider nicht mehr. Aber trotzdem überragend. Dominanz. Und wir sind nur auf Platz 2. Okay. Und der Shot ist auch wieder dabei. Also der geht ab. Schon ein Riesentalent. Fortsetzen. Ja, lieber andere Let's Players. Also andere Let's Players, die hier zuschauen. Seht euch mal an, wie gut wir sind. Nee. Talent ist Talent. Schweigen. Bist du nervös? Schweigen. Leck mich. I know. You can only wish you were this handsome. Und die Schotte ist wieder dabei. Jetzt sind wir mittlerweile Zweiter. Walker hat uns jetzt von 10 von. Move the ball with speed, precision and balance. Let's see what you got. Dribbling, da war ich immer schlecht. Meistere diese Dribbling-Übung. Den Parcours im Rennen gegen einen Gegner. Überquere die Ziellinie und schieße das aufs Tor, um diese Übung abzuschließen. Schaffen wir das? Werden wir es überhaupt schaffen? Wieder da steht. Ich werde es schaffen. Beschleunigung ist ja nicht schlecht. Das ist aber ein bisschen schwach jetzt gerade. Ich kann nichts gehen. Ich bin zwar schnell, aber kein Skiller. Das wird eine schlechte Wertung. Hey, ich habe doch den Pfeil berührt. Ach, da steht noch ein Torwart. Ja, das war schlecht. Oh, wir sind Zwölfter. Ja, komm, Dribbling. Ich kann kein Dribbling. Nee. Ich hab doch den Pfeil berührt. Ich hab dann den Wein berührt. Ich will den Wein berühren. Boah, Alter, die Steuerung. Boah, ich finde die Steuerung irgendwie ganz schwammig. Aber wir haben wenigstens das Tor gemacht. Ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Ah, Elfter, knapp. Aber irgendwie, wenn er da hinten steht, ich finde die Steuerung irgendwie ganz anders. Als wie wir sie gerade im Spiel hatten. Irgendwie ganz schwammig. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Boah, Alter, ist es hässlich gemacht. Alter, ja komm, das hat mich gefoult. Das ist faul. Klares Foulspiel, rote Karte. Ja, achso, ich soll den... Komm. Nee, es wird nichts. Oh, das wird... Nein, ich bin Zwölfter, ich habe nur noch einen Try. Warum, Alter? Diese Steuerung ist hier oben gerade total schwammig. Für die Leute, die das hier nur zugucken, kann ich euch sagen, ey, das ist echt hässlich. Das gibt's doch gar nicht, wie schlecht die Steuerung jetzt gerade ist. Ich habe Alex gar nicht unter Kontrolle.
Ja, was soll ich denn hier machen? Ich bleib doch mal stehen, Alex. Was soll ich denn da machen? Oh, ey. Mann, du kannst doch gar nicht stoppen. Was soll denn das? Ich wurde schon wieder brutal von hinten gefoult. Und der Schiedsrichter sagt einfach gar nichts. Oh, das ist noch schlechter als vorher. Ich habe keinen Versuch mehr. Das ist total scheiße. Ihr könnt euch gar nicht... Warum kann ich... Na toll, jetzt bin ich Game Over. Super. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie behindert die Steuerung gerade ist. Ja super, jetzt habe ich ein Game Over. Jetzt darf ich nochmal komplett nochmal machen, oder was? So ein Schwachsinn. Up next, passing drills. Noch nicht. The ball with precision and purpose. Let's get started. So ein Käse, ohne Kack. Steilpässe durch die Tore. Durch die Tore, um zum Mitspieler zu spielen. Ja, super, meine Pässe sind auch perfekt, weil ich auch Mittelfeldspieler bin. Alles klar. Wollte schon sagen, der Pass ist doch angekommen. Jetzt, ach so, ja, jetzt bin ich der Spieler. Alles klar, kann mir mal auch sagen, dass ich dann der Spieler bin. Hä, was? Warum? War das ein Abseits oder was? Warum denn? Was mache ich denn falsch? Der ist doch nicht mal am Abseits. Was kann ich dafür, wenn er zu schnell wird? Weißt du, ich soll den perfekten Moment abpassen und dann soll der Typ noch perfekt laufen oder was? Ist klar. Ja, was kann ich dafür, wenn der nicht... Er spielt ab. Genau. Und wo? Das kann ich besser. Ja, wie bitte? Zwölfter, deine Mutter. Mann, warum Minus? Das ist doch deine Mutter. Gut, dieses Mal ist der Typ nicht ins Abseits gelaufen. Und wieso trifft er jetzt den Pfosten? Komm, lauf durch. Boah, den hätte er auch fast versemmelt. Warum? Ich habe den Pass gar nicht so gespielt. Ich muss ja den Pass so extrem früh spielen, weil der Typ sonst ins Abseits läuft. Der Idiot läuft nämlich ständig ins Abseits. Warum? Ja, jetzt ist er nämlich wieder am Abseits. Ich kann doch nichts dafür, wenn der Idiot da ständig ins Abseits läuft und ich den Pass nicht so schön früh spielen kann, wie ich ihn will. Ja, wieder nur 7000. Ist klar, was kann ich dafür, wenn der Idiot da gegen den Gegner läuft? Lauf doch mal! Ja, kein Abseits. Ja, komm, lauf, 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 haste. Und jetzt machst du ihn rein. Und dann mach ihn. Komm, du jetzt auch. Mann, das passt. Der Pass war wieder schlecht. Wieder nur 7500. Aber dieses Mal auf 8500 hochgeübt. Hä? Hä? Was? Ich hab exzellent und das Spiel sagt mir, du bist scheiße. Warum? Mommy, ey, why? 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 Why, ey, why? Ich bin Elfter. Okay, I want to see some skill. Positioning, being a team player. Let's crack on, lads. Schon wieder Skills, oder was? Versuche gemeinsam mit deinem Mitspieler zu treffen und verhindere dabei gegnerische Balleroberung. Okay, keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Soll ich jetzt wieder die Pässe genau in diesen Momenten liegen da oder was? Jawohl, Alex macht's. Ja, genau.
Ja, Mann! Warum? Leg doch den Ball richtig schön zum Mitspieler durch. Und dann lässt er sich erstmal fallen. Schön. Und Alex macht's. Oh! Warum kriegt nicht mal dafür Punkte? Es war so gut. Ah, den macht Alex. Nein, den hält der Arsch. Oh, ich bin gestört, ne? Bam! In dein Gesicht, Mann. Oh, der kriegt danach den Fuß rein. Nice. Ja, komm, Gareth, den hast du. Lauf durch. Leg doch den ein, Junge! Warum? Den wollte ich da ja nicht. Den wollte ich da gar nicht hinspielen. Den wollte ich dich mal dahin spielen. Ja, super Laufweg. Aber den macht trotzdem Alex. Oh, wie fies das einfach nur ist. Wie fies. Ja, Mann, lauf doch mal hin, Gareth Walker. Anstatt du dummer Affe. Was? Habt ihr das gesehen? Er hat nicht gewechselt. Obwohl ich auf die scheiß Wechseltaste gedrückt habe. Verarsch mich. Verarsch mich an einen anderen Tag. Weil ich soll meinen Mitspieler in Szene setzen. Ja, schön, wenn der nicht dahin läuft. Und einfach nur die Wege zuläuft. Boah, schieß doch drauf, anstatt immer nur zu zögern. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Alter. Jetzt gib doch den scheiß Ball. Und warum? Alter, ihr, ey. So oft ich es versuche, desto schlimmer wird's bei EA. Jetzt bin ich schon unter den 5000, Alter. Ich fick dich doch. Einen Versuch noch, deine Oma. Ja, was kann ich dafür, wenn dieser beschissene Idiot nicht läuft? Ja, genau. Block doch mal ab. Ich kann doch nichts dafür, wenn dieser blöde Alexander den Ball aus der Luft nicht annehmen kann. Ist klar, ich soll hier der perfekte Ballannehmer sein. Dann soll man hier als Mittelfeldspieler agieren oder was? Und dann diese Ballannahmen. Erstmal ganz gechillt. Du hast nur 19 Sekunden, du Lappen. Endlich mal ein Tor, aber Punkte dafür kriegst du ja sowieso nicht. Mann, was macht ihr denn? Er schießt nicht ab. Habt ihr das gesehen? Ja, ist klar. Jetzt kriegen die noch Punkte. Weil der den Eigentor geschossen hat. Fick dich, Mann! Fick dich einfach nur hier, ey! Fick dich! Jetzt bin ich ja rausgeflogen, nur weil dieser scheiß Idiot nicht laufen kann. Sorry für die Ausraster. Aber das kann doch nicht wahr sein! Was sind denn das für Laufwege? Boah! Ja, ich bin disqualifiziert. Deine gestörte Gesundheit ist gestört. So lächerlich. Ich habe eine Challenge versaut und direkt bin ich ans letzte Ende des Platzes geflogen. Weil ich ein Spiel, eine Challenge nicht auf perfekt hinbekommen habe, werde ich ja verarscht. Fick dich hier, ey. Das Beste kommt zum Schluss. Wenn mich EA verarschen will, nur weil ich eine Challenge nicht hinbekommen habe, die nur auf Ziel aus Versehen geschafft habe. Nein, da fliegst du gleich von Platz 1 direkt auf den letzten. Logik. Lecken meine Eier hier, ey. Sorry für die Ausdrucksweise, aber das kann ja jetzt echt nicht sein. Doch werden wir es überhaupt schaffen ins A-Team? Ich glaube ja gefühlt nicht, weil mich EA, egal, wahrscheinlich wenn ich jetzt einen 5er-Pack schießen würde, sagt EA, ja, du warst zu schlecht, da waren andere 10 Spieler schon besser als du. Alles klar, eine Challenge habe ich verkackt und dafür hat mich EA leiden lassen.
du mich auch.